herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Und heute gehen wir mal wieder ein bisschen in die Nacht, weil wir wollen natürlich wieder ein paar bisschen leveln. Das ist eigentlich so das heutige Ziel. Und damit fangen wir heute an, auf alle Fälle. Das heißt wieder zwei Nachtrennen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Glück haben mit den Korps, dass wir noch normal leveln können. Oder versuchen wir es in der nächsten Folge dann. Wenn wir dann mal wieder ein bisschen Story fahren. Heute ist ja Donnerstag, das heißt am Montag, wie gehabt, geht's aber wieder weiter mit Story. Aber heute sind wir das mal zwei Auto drin. Also zwei. Die Tränen mit noch ein bisschen. Was machen wir? Das Gute ist, dass wir jetzt die Kopf drin warten und ein bisschen auf dem Schirm haben, weil wir haben ja ein neues Auto. Und das kennen wir ja noch nicht. Das werden wir noch kennenlernen. Und das heutige Rennen heißt Nervenkitzel. Oder eines der heutigen Rennen heißt Nervenkitzel. Jetzt ein Rundkursrennen, sind insgesamt drei Runden. Nächste Stufe müssen wir 27.000 erreichen. Die Hälfte kriegen wir zumindest mal mit dem Rennen. Schon zwei, dann haben wir sogar heute schon. Also das war relativ schön am ersten Rennen. Ich habe aber die 27.000 nicht mal erreicht. Keine weiteren Kopf in der Nähe. Aber jetzt kann sich hier bei diesem Lieferspezial noch Kopf zu ändern. Da kommt schon irgendwas entgegen. Du hattest deine Chance. Aber der hat doch nicht. Der hat aber auch gut gemacht. Ich habe jetzt bewusst gerannt. Einer unserer Officer ist gerade an einem Zielfahrzeug dran. Schließt ihm euch an, bevor der Spaß vorbei ist. Letzte Runde. Ja,
Nee, die sind an einem anderen Fahrzeug dran, und zwar dem 5 oder 6 Fahrzeug. Draußen sind, haben die Cops was zu tun. So, wir haben auf jeden Fall mal die 14.000. Ich weiß nicht, wie weit wir mit dem Multiplikator da, ob der Multiplikator reicht. Ja, reicht da. Wir sind also Level 23 und damit haben wir es geschafft. Und damit haben wir einiges Neues freigeschaltet. Neue Teile, neue Autos, klar. Und wir können ja nicht in der Story weitermachen. Die Zeit ist reif für ein paar nette Upgrades. Sieh dir die neuen Teile mal an. Wie teuer ist denn der? 119.000. Ah, den hätten wir. 125.000 minus. 125 minus. Kaufen. Wir wollen kein Duplikat kaufen. Ja, rein damit. Und rein damit. Hat er jetzt. So, Schadensreduktion, Reparaturkit rein, damit war das ein bisschen was. So, okay. Gut, Level 23 sind wir und was wollen wir denn heute noch? Haben wir noch so ein Heat drin? Wir haben doch gerade jetzt eins gefahren, ne? Das ist ein Heat 3 Rennen. Geldbelohnung 44.000. Ach, wir müssen hier 12.000 vorstrecken, damit wir das holen. Okay. Das wird uns gute Reputationspunkte, wenn wir das durchziehen. Das vom Level her wirklich stark werden. Aber gut, okay. Ich guck mal gerade, was wir noch haben. Hier oben ist noch ein Rennen. Das werden wir jetzt auch fahren.
Wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann mit Story weiter. Na, mir gefällt der Wagen. Den finde ich mittlerweile. Hey! Die Link hat unserem Plan zugestimmt. Okay, cool. Also, wie gehen wir es an? Als erstes musst du deinen Wagen in Topform bringen. Dann sehen wir uns bei unserem Geheimtreffen mit der League. Wir haben ein geheimes Treffen? Krass, oder? Ich schick dir die Details. Und jetzt los! Machen wir eine Folge. Ist das drin? Ja. Oder? Ja, oder? Das Enterprise. Okay, da gehen wir rein. Ja, gute Mustang ist dabei. Auch hier ist es wieder ein Rundkursfeld, das heißt. Hier drin, diese 7000 Punkte nehmen wir gerade mit.
ist nicht mehr in Sicht. Ich habe unser Ziel wiedergefunden. So, ich muss gerade gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Sprung halten, wo ich mal ein bisschen wegkomme von den Cops. Hier irgendwie. Euer Zielfahrzeug vor. Ihr versteht, was ich meine. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich hier rauskomme, halbwegs vernünftig. Theoretisch wäre hier eine Möglichkeit zu entkommen. Wärmt aus und sucht nach dem Fahrzeug. Das kann nicht weit gekommen sein. Ihr habt mich nicht verhaftet! Ich hab mich runtergeschoben, alle! Ey, das ist doch nicht wahr! Hm.
Ja, schön für euch. Scheiße! Mann! Oh Mann, das war echt harte Arbeit. Ja, ich hätte die alle gehabt, ey. Die Säcke, ihr habt nicht einfach Glück gehabt. Ich hätte euch alle runterschieben müssen. Natürlich keine Kohle. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.